Hallo und herzlich willkommen in diesem letzten Teil des Zillertal-Videos. Heute geht's als erstes nach Hintertux, um unsere Gondelfahrt zu den Hintertuxer Gletschern oder Tuxer Gletschern nachzuholen. Danach geht es noch zum Schlägeis Speichersee, wunderschön, und anschließend machen wir eine Fahrt durch die Dolomiten über mehrere Passstraßen und besuchen zum Schluss noch den Großglockner, bevor dann diese Urlaubsreise zu Ende geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen. Mit der Gletscherbahn geht es über zwei Zwischenstationen auf 3250 Meter Höhe. Die zweite Zwischenstation liegt bereits am Fuße des Gletschers. Auch dieser Gletscher ist vom Abschmelzen betroffen und man hat hier Maßnahmen ergriffen, indem man den Gletscher in großen Teilen mit Folien abdeckt. Das sind so weiße, breite, 4-5 Meter breite Rollbahnen. Dazwischen hat man dann Spuren gelassen, damit die Skifahrer, die im Sommer das Skifahren nicht lassen können, auch noch ihren Spaß haben. So, wir sind jetzt an der gefrorenen Wand. Fragt mich einer, welche das ist. Wahrscheinlich die da, die wir jetzt gerade sehen. Aber hier oben ist nichts los. Das ist alles nur für Skifahrer. Gibt es noch nicht mal einen Kaffee oder irgendwas. Und deshalb werden wir uns gleich wieder talwärts begeben. Und noch mal gucken, ob wir die andere Seilbahn noch nehmen. Aber der Ausblick hier oben ist schon grandios. Kann man so wirklich über das Zillertal hinweg gucken. Ist schon irre. Hat sich schon gelohnt, hier hochzukommen. Spaß kostet aber auch ein bisschen. Pro Nase 32 Euro. Ist schon ganz ordentlich. Von dieser Bergstation fahren wir nochmal runter zur zweiten Station der Gletscherbahn und nehmen noch eine andere Seilbahn, welche zur Panoramaterrasse führt. Dort oben ist dann auch mehr was für Touristen, die nicht Skifahren wollen. Von der Panoramaterrasse auf 3250 Meter Höhe kann man rundum in eine Berglandschaft schauen und ist umgeben von mehreren Dreitausendern. Ich will sie hier gar nicht aufzählen. Das ist schon Wahnsinn in alle Richtungen. Das ist also ein grandioser Ausblick von hier. Und ja, hier gibt es auch ein paar schöne Sachen, die man machen kann. Man kann eine Gletscherhöhle besuchen. Haben wir jetzt nicht gemacht aus Zeitgründen. Und weil da stand eine Riesenschlange und das mussten wir uns nicht antun. Ja, Skifahrer sieht man hier oben auch. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Ja, ich auch. Sonnenschein pur. Aber da er nach der Wand rot ist, dann ist es kalt. Du wolltest ja gleich noch auf den Gipfel. Ja. Nachdem wir diesen Ausblick bei herrlichem Sonnenschein genossen haben, machen wir uns auf ins Tal
in Hintertux, setzen uns ins Auto und fahren weiter zu unserem nächsten Highlight, dem Schlägeis-Stausee oder Speichersee. Um mit dem Auto an den See zu fahren, gibt es eine einspurige Straße, die mit einer Ampelsteuerung geregelt wird. Da muss man so rund 20 Minuten warten. Und die Tiroler langen mal wieder kräftig hin. Mit einer Mautgebühr von 14 Euro darf man dann diese Strecke passieren. Aber es lohnt sich allemal. Der See ist wirklich eine Augenweide. Parken darf man dann aber kostenlos. Der Schlägeis-Stausee liegt am Ende des Zillertals und hinter den schneebedeckten Bergen dürfte dann auch schon fast die Grenze zu Italien sein. Und so geht unser letzter Tag unseres Zillertalurlaubs hier am See zu Ende. Wir machen uns auf, zurück zur letzten Übernachtung im Hotel, fahren nochmal diese wunderbare, schöne Alpenpassstraße. Muss man ja auch ein bisschen genießen bei 14 Euro. Und Motorräder sind etwas günstiger, glaube ich, 12 Euro um den Dreh. Und ja, der nächste Tag geht dann weiter mit einem kleinen Überraschungstreffen. In der schönen Altstadt von Hall treffen wir uns mit Christian und seinem Sohn Tobias. Wir haben uns über YouTube kennengelernt und hatten ein kurzes Treffen vereinbart. Aus der vorgesehenen halben Stunde ist dann ein Gespräch über 2,5 Stunden geworden. Das war ganz klasse und hat uns riesen Spaß gemacht. Und an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlichen Dank an Christian und Tobias. Bevor wir uns auf den Weg machen, auf die Passstraßen in den Dolomiten, besuchen wir noch die St. Nikolaus-Kirche, welche im Inneren echt beeindruckend ist durch die Fresken an der Decke. Erklären kann ich sie nicht, dazu bin ich da nicht tief genug drin, aber man sieht, glaube ich, an den Bildern hier, dass das schon alles sehr hübsch ist und auch von der Optik her fast 3D-mäßig anmutet. Ja, ganz schön. Und dann geht's gleich weiter in Richtung Dolomiten. Unser Startpunkt in den Dolomiten ist Wolkenstein. Dort sind wir über eine ganz kleine Passstraße hingefahren. Die habe ich alle aufgezeichnet. Die kommen dann nochmal in einem späteren Video. Also ich habe hier sehr viele Straßenaufnahmen gemacht. Man sieht hier auch zahlreiche Motorradfahrer. Ist natürlich klar, eine sehr kurvenbehaftete Strecke mit sehr vielen Serpentinen. Also es macht einen Heidenspaß hier zu fahren, auch mit Auto. Natürlich, Fahrerei wäre mit Motorrad natürlich etwas schöner gewesen. Aber der Tipp für euch, hier mit dem Motorrad durchzufahren, ist bestimmt kein schlechter.
Und viele Motorradfahrer sind ja auch schon mal hier gewesen. Also wir genießen hier fantastische Bergausblicke. Und ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Ihr könnt das ja selber sehen. Als erstes erreichen wir den Pass Sella auf einer Höhe von 2240 Meter Höhe. Auf der gesamten Strecke sind Lokalitäten und Biker sind von hier bis hin zum Großglockner überall herzlich willkommen. Der nächste Pass ist der Pass Borodui, ebenfalls auf 2240 Meter Höhe. Und der dritte Pass ist der Pass Falzarego auf 2100 Meter Höhe. Von hier geht es nun zur Großglockner Alpenpassstraße, die wir aber nicht mehr fahren, weil es schon zu spät ist. Und wir genießen eine Zwischenübernachtung im Gasthof Fair. Von zwei Holländern betrieben. Hervorragendes Hotel, kann ich nur empfehlen. Liegt direkt an der Großglockner Alpenpassstraße. Gutes Essen. Optimal für eine temporäre Reisepause. Am nächsten Morgen, nur wenige Kilometer hinter dem Hotel, treffen wir direkt an der Straße auf den Wasserfall, der sich Jungfernstieg nennt. Und ja, wir nutzen die Gelegenheit und schauen uns das mal an. Weiter geht's zum Großglockner,
mit 3.798 Meter Höhe der höchste Berg in Österreich. Nichts ist kostenlos, hier zahlt man satte 37 Euro für das Befahren der Großglockner Alpenpassstraßen, Motorräder zahlen 27 Euro. Das sind Tagestickets. Belohnt wird man mit einer wunderschönen Berglandschaft mit zahlreichen Serpentinen und kurvigen Straßen, Ausblicken einfach nur schön. Hier am Großglockner fahren wir als erstes auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Von hier hat man einen tollen Ausblick auf den Großglockner und den Gletscher. Ist ein beliebter Motorradtreffpunkt, wie man hier sehen kann. Und glücklicherweise sind die Parkgebühren in dem 37-Euro-Ticket enthalten. Also man kann hier kostenfrei parken, kann sich dort sehr gut aufhalten, die Aussicht genießen. Bei schönem Wetter natürlich toll draußen sitzen, Kaffee trinken, also einfach nur schön. Ja, der Gletscher, der ist auch schon mal größer gewesen. Man sieht das gleich nochmal in einem Schaubild, wie dramatisch der Gletscher abgeschmolzen ist. Noch vor gut 100 Jahren bedeckte der Gletscher hier noch das gesamte Tal, bis in eine Höhe hinein, die fast bis zu dieser Plattform reichte. Glockner links, der etwas niedrigere Zipfel, und rechts daneben ist der Großglockner. Diese Darstellung veranschaulicht den Gletscherrückgang von 1852 bis 2009. Auf unseren Wanderungen hatten wir schon immer Ausschau gehalten. Nun hier am Großglockner haben wir das Glück, auch mal auf einige Murmeltiere zu treffen. Eigentlich sind es große Ratten. Aber ganz süß. Wir verlassen die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe und machen uns wieder auf den Weg zur Passstraße in Richtung Norden. Auf diesem Weg gibt es in den Spitzkehren noch so die ein oder andere hübsche Überraschung. Auf der Panoramastraße am Fuschertörl hat man noch einmal die Möglichkeit, einen Blick auf den Großglockner zu werfen. Allerdings sieht man von hier nur einen ganz kleinen Teil, also nur die Spitze vom Großglockner.
Mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus diesem Reisevideo, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch ein paar nette Anreize für eine kleine Tour, ob mit Auto oder mit Motorrad, durch die Alpenregionen geben konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und beim nächsten Mal vermutlich wieder mit Motorrad.